Moin. So, heute zeige ich euch, was ich mir Schönes von Blaurock Blades erworben habe. Wer Jan-Ole Blaurock noch nicht kennt, das ist ein deutscher Maker, der bis jetzt quasi nebenberuflich in Kleinstserien angefangen hat, seine eigenen Messer zu bauen und das wahnsinnig erfolgreich. War damit schon auf der Knife, war damit auch schon auf der Blade Show in Amerika. Seine Klingen sind innerhalb von Sekunden meistens ausverkauft, wenn er einen Drop macht. Sein Tisch wurde ihm direkt leer gekauft. Die werden in Amerika auch schon zu unglaublichen Kursen gehandelt mittlerweile. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass der Jan-Ole Blaurock so quasi der deutsche Chris Reeve ist aus meiner Sicht. Also zumindest, wenn man sich mal anguckt, was da aus seiner Fertigung kommt. Und das hier ist das BRB4 XL. Eine wunderschöne graue Eminenz. Und ich finde, das passt hier alles auch zurecht. Es ist einfach alles absolut präzise an diesem Messer. Die Designsprache ist sehr einzigartig. Also der Jan-Ole Blaurock scheint auf jeden Fall schlanke Designs zu bevorzugen. Das hier ist jetzt das BRB4 XL. Das ist quasi die größte Variante, die es zurzeit von seinen Taschenmessern gibt. Ich habe 10 bis 11er Hände und hatte ein bisschen Sorge, dass das normale, das BRB4, dass das für meine Hände etwas zu klein sein könnte und unkomfortabel. Das 4XL, da hatte ich die gleiche Sorge, weil der Griff, wie ihr sehen könnt, wunderbar schlank gearbeitet ist. So, wenn ich das aber in die Hand nehme, dann seht ihr, wie viel Platz ich vorne und hinten habe und wie gut es sich hier in die Wölbung der Hand fügt. Also 10 bis 11er Hand funktioniert einwandfrei. Ihr seht, ich habe hier hinten noch einen schönen halben Zentimeter Luft, der ist sehr angenehm. Es liegt unglaublich gut in der Hand und durch den schlanken Griff hat man einen sehr, sehr starken Grip. Wenn man hier die Hand schließt, dann hat man richtig, richtig Grip. Ja, und das Design, am Ende ist natürlich immer eine Frage des Geschmacks und im Auge des Betrachters. Ich finde sie wunderschön. Hier sieht man die Grindlines, nicht die Grindlines, sondern die Schneidlinien quasi von seiner Fräse. Kann man auch fühlen, wenn man hier mit dem Finger so rüberstreicht. Das ist hier so ein Two-Tone-Finish. Das hier ist Stonewashed und hier oben ist es eher, ja, es ist fast noch so die Struktur, wie man sie von so einem Prezi-Flachstahl, der einmal sauber geschliffen wurde, kennt. Das ganze Messer ist unglaublich schlicht gehalten und gleichzeitig aber auch tatsächlich ziemlich detailliert. Man hat hier die ganzen Linien und Kanten, keine einzige scharfe Kante an diesem gesamten Messer. Egal, wo man hier rein fühlt, hier ist es alles angefasst. Es ist nichts unangenehm. Es ist ein einziger Handschmeichler. Man hat dieses Messer einfach unglaublich gerne in der Hand. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ein schöner, stabiler Clip. Ja, und das, was natürlich unglaublich an dem Messer ist, ist diese Verarbeitungsqualität, diese Action. Da sind Skiff Bearings drin verbaut, also diese besonderen Custom Skiff Kugellager. Und die lassen das Ding laufen wie auf gebutterten Schienen. Also es ist einfach eine Freude, dieses Messer laufen zu sehen. Der Detent hält die Klinge relativ straff. So straff, dass ich mich immer noch schwer tue. Hier hinten haben wir einen Flipper. Der Flipper sollte aber vom Design nicht überstehen, sondern sich wunderbar in die Linien einfügen. Das tut er aus meiner Sicht auch. Dafür muss man aber lernen, diesen Flipper zu bedienen. Und ich bin ehrlich gesagt noch zu doof, das richtig zu machen. Es muss dann mehr eine ziehende Bewegung als eine drückende Bewegung sein. Und ne, ich krieg das noch nicht hin. Also ich kann es aufflicken, das ist alles überhaupt kein Problem, aber da bin ich noch ein bisschen zu doof. Ja, man merkt das auch richtig hier, der Detent, der hält ihn richtig, richtig schön.
da, wo er sein soll. Ja, wenn das Ding erstmal in Bewegung kommt, dann fliegt es einfach. Dann verwendet Jan-Ole Blau auch hier so eine besondere selbstgebaute, selbstgefräste Achsschraube. Und damit man die lösen kann, braucht man auch dieses kleine Tool von ihm. Als ich damals das gesehen habe mit dem Tool, habe ich ihn daraufhin erstmal gefragt, wo ich denn dieses Tool einspannen soll, in welche Vorrichtung, um denn genügend Kraft aufzubringen, um diese Schraube lösen zu können. Und daraufhin kam quasi von ihm nur ein verständnisloses Fragezeichen, wie einspannen? Du musst das nirgends einspannen. Das wiederum sorgte bei mir für Verwunderung. Ja, und er sagte, das Ganze ist halt so passgenau gearbeitet, dass man mit der reinen Handkraft mit den Fingern dieses Tool benutzen kann, um diese Schraube auf und zu bekommen. Das fand ich etwas unglaublich, aber tatsächlich, es ist genau wie er sagt, ich kann einfach hier mit meinen Fingern diese Schraube auf und zuschrauben. So, ich werde natürlich dieses Messer schleifen. Ne? Meine Messer muss ich alle schleifen. Und auch dieses wird geschliffen werden. Dafür werde ich es jetzt mal zerlegen. Und natürlich möchte ich auch einmal ins Innenleben reingucken mit euch. So. Das ist der Deckel der Achsschraube. Da hinten haben wir noch eine kleine. Wir gucken mal, welche Größe das ist. Ah, der hier scheint schon zu passen. Gucken wir mal, wie aufwendig das Zerlegen dieses Messers ist. Zack. So. Hole einmal die Klinge raus. Das finde ich immer ein bisschen angenehmer zum Zerlegen. Lässt sich schon lose wackeln. Also vorne ist er schon gelöst und hinten ist er es, meine ich auch. Haben wir was hier zum Popeln, was nicht so hart ist? Etwas Plastik. Offen schon. Ja, wenn Sachen so passgenau sind, dann sind die natürlich auch meistens sehr eng miteinander verbunden. So, dann braucht man manchmal ein bisschen. Ja, löst sich. Es kommt alles. Wichtig ist, wenn man sowas macht, so wie ich jetzt hier, dass man nicht irgendwie was aus Metall nimmt, weil sonst zerschrammt man sich sein schönes Messer. Aber ihr könnt hier hinten sehen, ich habe die Lücke schon geöffnet. So, und wahrscheinlich liegt es im Moment daran, dass ich es vorne schon so weit offen hatte, dass es hinten so schwer geht. Mal gucken. Nur lieber zerkratze ich mir hier meinen Holzstiel als das schöne Messer. Jetzt ist er hinten weiter geöffnet als vorne. Ist immer wichtig, wenn man sowas hat, darf man nicht die Geduld verlieren. Das ist ganz wichtig. Und man muss ruhig bleiben und besonnen bleiben. So, und dann kommt es nämlich auch schon ab, wie ihr sehen könnt, alles wunderbar. Keine Kratzer oder Schrammen. Das Einzige, was verschrammt ist, ist hier das olle Stück Holz, aber das darf es auch sein. Hier seht ihr jetzt auch mal das schöne Kugellager.
Guck mal, hier seht ihr die Bolzen quasi, die das Ganze so schön perfekt halten. Hier kann man sehen, BRB4 XL, das ist die Nummer 8. Einfach schön. Hier sieht man auch jetzt mal die Klinge in ihrer ganzen Schönheit mit Wurzel in allem. Da ist der Detent. Hier mit einem schönen Lockinsert. Die andere Seite der Achsschraube. So, und was wir natürlich rausfinden wollen, ist, können wir an den Skiff Bearings nochmal ein bisschen die Performance steigern mit Dryflute. Hier, meiner kleinen Allzweckwaffe, wenn es so um bewegliche Teile geht. Ich will jetzt gar nicht das Ganze säubern mit Dryflute. Ich will jetzt einfach nur erstmal vorsichtig versuchen, die Lager rauszukriegen. Das Lager ist hier richtig eingelassen. Das ist das erste Mal, dass ich ein so sauber eingelassenes Lager. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich das hier überhaupt rausbekomme, ob ich das rausklopfe. Ich versuch's mal. Klopfen hat geklappt. Irre. Ja, an diesem Messer ist alles absolut passgenau gearbeitet. Das ist also, das ist unglaublich. Das ist so richtig, weiß ich nicht, so wie man sich das wünschen würde, so ingenieurkunstmäßig. So, wenn zu ihm, jemand zu mir sagt, so deutsche Ingenieurskunst oder deutsche Genauigkeit, dann wäre das hier etwas, was ich darunter verstehen würde. Ja, und alles hier gefertigt. Ich glaube, das Einzige, was er zukauft, ist diese kleine Schraube hier hinten. Und vielleicht auch noch die. Aber ansonsten fräst der alles selber. Na, der dreht sich seine Achse selber. Die Skiff Bearings kauft dazu. Klar, das sind, die kommen aus Amerika. Die Scales macht er selber. Die Klingen macht er selber. Er macht alles selber. Härten weiß ich nicht genau, ob er das auch schon selber macht oder ob er noch zum Härten gibt. Aber hier bekommt man halt wirklich mal wirklich ein Produkt made in Germany zu 100%. Hier designt, hier gebaut, hier vertrieben und alles von ihm. Und das ist so kostbar und auf einem so hohen Niveau abgeliefert. Guckt euch das Ding an. Wir gucken uns gerade das Innenleben eines Messers an. Und wer meinen Kanal kennt, der weiß, was ich schon alles so an Messern in der Hand hatte. Und ich kann euch sagen, von innen sehen die meistens ganz anders aus als von außen. Und das hier ist einfach nur begeisternd. Wahnsinn. Ich finde das einfach klug gelöst. Auch hier mit den kleinen Bolzen, die dafür sorgen, dass alles dann perfekt genau dort sitzt, wo es zu sitzen hat. Und man dann nur eine Schraube braucht, um das Ganze zu fixieren. Hier, wir haben zwei Schrauben gelöst, ne? Mehr mussten wir nicht machen. So, und dann vorsichtig mit so einem Holzspatel, damit man das nicht kaputt macht oder zerkratzt, ganz vorsichtig lösen, damit es sich gleichmäßig abhebt. Weil wenn die Sachen halt so passgenau gearbeitet sind, dann muss man das eben mit entsprechender Sanftheit machen. Wahnsinn. Ja, ganz wunderbare Kugellager, richtig schön dick hier in der Bronze drin oder was das ist. Auch wie perfekt die Kugellager hier reingearbeitet sind. Wie oft sehe ich das? Dann fliegen die Kugellager und schlackern hier drin so herum. Oder die Dinger sind nicht entgratet. Da sind dann irgendwelche Hülsen drin, die man erstmal selber entgraten muss und sowas. Hier ist gar nichts. Das ist einfach nur wunderbar gearbeitet. Das ist, ach, herrlich. Ich bin vollkommen begeistert. Ich werde das Messer schleifen, wie gesagt.
Ich hänge euch hier gleich noch die Analysedaten dran. Ich habe das natürlich schon auf dem Best-Tester einmal untersucht und einmal den Winkel ausgemessen. Das kriegt ihr noch. So, ich reiche noch mal kurz nach. Einmal einen Größenvergleich zwischen dem BRB 4XL und einem PM2. Ja, ihr habt richtig gesehen, ich kann es jetzt aufflicken. Das hier ist jetzt kurz reingeschnitten. Das ist nach meinem Schliff und nachdem ich es mit Dryflute und versorgt habe und für mich eingestellt habe, kann selbst ich es jetzt problemlos flippen. Hier möchte ich euch aber einmal kurz zeigen, dass ihr ungefähr eine Idee von der Größe habt. Ihr seht, der Griff vom Para 2 ist nochmal deutlich breiter und damit insgesamt nochmal massiver in der Hand. Von der seitlichen Stärke sind die relativ ähnlich. Da ist aber das BRW4 nochmal schlanker, genauso wie eben hier in der Höhe. Insgesamt einfach ein schlankerer Griff. Aber ihr seht so von der Klinge, vom Gesamtmesser ist das ziemlich ähnlich von der Größenkategorie, damit ihr mal so eine Vorstellung habt. So, den Echtzeitschliff, den könnt ihr ab Sonntag quasi auf meinem Kanal sehen. Da werde ich den hochladen. Ja, das ist einfach ein Träumchen. Ja, und jetzt kann ich es auch noch flippen problemlos. Das ist natürlich doppelt gut. Freut mich mega. Alles klar.